Herzlich willkommen zu diesem Video. Ein spezielles Video heute, weil wir sind jetzt an dem Punkt, wo der Bitcoin schon wieder über 8.000 Dollar geht. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht zu der Entwicklung im letzten Jahr. Im letzten Jahr hatten wir einen unglaublichen Kurszuwachs. Wir sind mit dem Bitcoin über 20.000 Dollar gestiegen. Und da gab es viele, viele neue Entwicklungen, viele, viele Endkunden, Verbraucher sind in den Markt reingekommen, die keinen Informatik-Hintergrund haben, keinen technischen Hintergrund, auch keinen finanziellen Hintergrund. Die hatten vielleicht noch nie mal was von Forex-Handel gehört. Die haben sich noch nie mit Blockchain beschäftigt. Und viele, viele Menschen haben in Themen wie ICOs investiert, weil der Nachbar gesagt hat, das ist ein tolles Unternehmen. Oder der Kumpel hat gesagt, oh, guck mal, da kannst du Geld investieren, verdoppelst dein Geld, verpasst die Chance nicht, wie damals beim Bitcoin. Und zwar wurde da in Mining, in ICOs, in verschiedene Kryptowährungen, in Altcoins, da wurde wild investiert und als der Kurs dann einbrochen ist, wurde wild wieder verkauft und dann haben die Leute auch ihr Geld wieder verloren. Und letztendlich ist es so, es ist unglaublich schwer, von diesen ganzen Angeboten, also gibt es ja unglaublich viele Angebote im Augenblick und auch vor allem im letzten Jahr im Dezember, viele davon sind nicht mehr da, weil sie sich als Scam rausgestellt haben, Scam im Sinne von Betrug. Da war von vornherein die Absicht da, Kundengelder zu bestehlen. Ja. Und letztendlich ist die Frage, wie kann man solche Unternehmen eigentlich erkennen? Und wie kann man eigentlich verhindern, in solche Sachen zu investieren? Ja, weil letztendlich ein Unternehmen kann ja zum Beispiel auch mit einer sehr, sehr guten Absicht starten und nur eben dann am Schluss scheitert es am Management, an der gesetzlichen Entwicklung, es scheitert an der Marktsituation. Gerade im Thema Mining im Augenblick ist einfach so, dass die Difficulty gestiegen ist, die Grenzkosten, Grenznutzen laufen sich gegen Null. Letztendlich ist das Thema, dass das Mining minimal profitabel ist. Und dass die Hardware, die jetzt kommt, eben viel effizienter ist, also die Anzahl der Kilowattstunden gegen Rechenleistung immer effizienter werden. Und am Ende des Tages ist halt so, dass wenn man halt vor 2 Jahren oder vor einem Jahr ein Gerät gekauft hat, kann man damit im Prinzip bei aktuellem Wettbewerb, es gibt eben nur 12,5 Bitcoin alle 10 Minuten, eben nicht mehr profitabel minen. Und je nachdem, wo eben auch Strompreise sich ändern, in China gab es jetzt große Regulierungen im Bereich der Strompreise, ist das Mining nicht mehr profitabel. So kann es auch sein, dass Anbieter, die vielleicht beides gleiche Produkt haben, aber an unterschiedlichen Standorten sind, noch Mining weiter betreiben zu einem minimalen Profit und andere schon sagen, der Vertrag muss gekündigt werden, weil es nicht mehr profitabel ist. Hierzu möchte ich aber jedem empfehlen, vor allem auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Unternehmen genauer anzuschauen, bevor man investiert. Weil letztendlich, wenn der Betrieb super funktioniert, besteht der Kunde ja auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und wenn natürlich der Markt sich verändert, dann muss das Unternehmen auch auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestehen können, weil damit sozusagen ja auch gewährleistet ist, dass auch das Unternehmen keinen Verlust hat. Weil es ist immer ein beiderseitiges Risiko, wenn man ein Geschäft eingeht. Und auch das Unternehmen trägt Risiken. Und letztendlich muss man da einfach sehen, ob es fair ist oder nicht. Man muss gucken, zu welchen Vertragsbedingungen man einen Vertrag eingegangen ist. Aber das soll gar nicht das Thema sein in diesem Video. In diesem Video möchte ich eigentlich was ganz anderes zeigen. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr als Leser vom Kryptomagazin einfach mal das seht. Und zwar, ich bin auf eine Website gestoßen, schon vor längerem, bei der ich jetzt mal ein bisschen überlegt habe, ich zeige das euch mal einfach. Und ihr informiert euch mal da so ein bisschen selber, damit ihr seht, wie schnell und wie einfach eigentlich jemand eine Webseite aufsetzen kann, ein ICO aufsetzen kann, ein Fake-ICO wohlbemerkt, einen Fake-Miner, ein Fake-Trading-Portal, wo man schnell Geld verdient, was letztendlich alles Scams sind. Und ich will, dass da die Sensibilität ein bisschen verbessert wird. Weil viele glauben, das sei ja riesig aufwendig, ein ICO aufzusetzen, eine Website mit einem Ticker und man sieht ja da echtes Mining, da flackert irgendwie eine Bitcoin-Zahl hoch im Backoffice, da sieht man doch, die meinen, da ist echtes Bitcoin, sind da, man sieht Auszahlungshistorien, ja, man sieht ja alles, das ist ja alles seriös, das kann nicht Betrug sein, ja, aber ich zeige euch mal eine Webseite, damit euch mal bewusst wird, wie einfach und schnell ein Betrüger, wenn er will, sowas aufsetzen kann, damit ihr mal ein bisschen sensibilisiert werdet dafür, dass man da extrem aufpassen muss. Wohl bemerkt, bevor ich das auch zeige, ich selber würde jetzt auch keine Network-Marketing-Unternehmen mehr promoten im Bereich Mining. Es gibt Ausnahmen, die in dem Bereich seriös arbeiten, aber es gibt einfach auch viele, die es nicht tun
Und meiner Erfahrung nach ist es bei der knallharten Rechnung von Hardware, Strom und eben auch Fläche, ist es ein knallharter Wettbewerb hinsichtlich ganz minimaler Margen. Und wer da irgendwie 20-30% in den Vertrieb investiert, gerade im Multilevel sind es solche Größenordnungen, da zahlt der Endkunde einfach viel zu viel für die Hardware und wird nicht profitabel als Ergebnis rauskommen, außer der Vertrieb macht. Oder das Unternehmen arbeitet gar nicht mit echter Hardware und schiebt nur Geld nach oben und das sind Schneeballsysteme oder Scams. Und da letztendlich bleiben die Leute dann auch auf ihrem Investment sitzen, weil letztendlich auch nicht genug rauskommt, um alle zu bezahlen. Ja? So, jetzt gehe ich mal rüber. Ich hatte jetzt schon die Seite vorgeladen. Und zwar war mir mal wichtig, mal was zu zeigen. Und zwar, es gibt eine Website, die heißt btcdownloads.com. Und ich will auch nicht sagen, dass alle Skripte und alle Tools auf dieser Website illegal sind oder dass diese Skripte irgendwie nicht legitim sind. Es gibt die Möglichkeit, wer einen echten ICO plant, beispielsweise so ein Skript zu nutzen, um sein User-Management zu machen, Geld einzusammeln und so weiter. Ja? Da ist auch schon eine tolle Template fertig. Also da wird für WordPress eine schöne Website dargestellt. Dann lädt man sein Logo hoch und dann hat man seinen eigenen ICO. Ich will nur sagen, diese Skripte kosten hier so im Bereich 0,09 Bitcoin, hier 0,02 Bitcoin. Und da bekommt man ein fertiges ICO-Skript, also ein Investment-ICO-Skript. Da steckt noch kein Blockchain dahinter, da steckt auch noch kein Mining dahinter bei den Mining-Skripten, sondern da steckt einfach erstmal nur eine Plattform dahinter, die so tut, als ob sie irgendwas macht, ja, die Einzahlungen sammelt. Und ich will mal einfach jetzt mal ein paar Skripte durchgehen, damit ihr einfach mal seht, was da los ist. Ja? Also wir haben zum einen mal einen ICO-Skript. Ja? Dieses ICO-Skript sagt, das sind die Features. Er sagt, schönes Template, Hash Explorer Facility, Preisgrafiken, Altcoin History. Das heißt, dieses Skript konzipiert sich schon von seinem gesamten Layout darauf zu sagen, wie andere Altcoins profitabel waren, warum es also sinnvoll ist, in das neue ICO zu investieren. Also ein klassischer Verkaufstrick oder ein Mechanismus zu sagen, hey, so ein bisschen wie, verpasst doch nicht deine Chance, wie damals bei Ethereum im ICO oder bei Bitcoin oder was auch immer. Verdien doch jetzt auch mit. Ja? Dann gibt es hier irgendwelche SMS-Notifications, easy to bill, also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den User zu überzeugen, hier zu investieren. Ja, erstmal nicht schlecht, da gibt es ein User-Management. Auf jeden Fall, man muss sich klar machen, diese ganze professionelle Umgebung hier mit cooler Website, ich gucke mal, ob eine Demo dafür verfügbar ist. Nur die Ladezeiten sind ein bisschen katastrophal, dann warte ich mal ab. Dieses ganze System hier ist sozusagen hier Logo und Icon, ist vollständig individualisierbar. Das heißt, wenn ich also sage, ich baue ein ICO auf, ob ich das ernsthaft mache oder nicht, oder ob ich nur Geld einsammle hier, Deposit Method Management, Deposit Request Management, Deposit List Management, das heißt also hier wird schon Withdraw Log, Withdraw Request Management. Das heißt, hier wird ein fertiges Skript angeboten, bei dem man Ein- und Auszahlungen vor allem managt. Also hier wird verwaltet, User und Geld, Ein- und Auszahlungen werden hier gemanagt. Auch das Support-System mit Tickets und alles wird hier schon fertig angeboten für 0,02 Bitcoin. Ja? Also fertig. Ja? Wir können aber weiter gucken, solange das hier noch lädt. Mining. Das ist super spannend. Für 0,3 Bitcoin, und das ist sogar eine Sonderaktion, weil normal kostet 0,5 Bitcoin, bietet dieses Skript hier eine vollständige Mining-Plattform an, die Folgendes macht: Investment Script that simulates the mining of Bitcoin and other virtual currencies through Ajax and PRP. This script is exclusive. Sell only one unit with this layout. To avoid duplication, we do not provide a demonstration of this product request via ticket. So. Heißt, hier bietet ein Anbieter für 0,3 Bitcoin eine fertige Plattform, die Mining simuliert. Lass uns das nochmal wiederholen. Es wird simuliert. Hier wird kein Mining echt betrieben. Was man hier im Backoffice sieht, ist dann auch nicht das echte Mining. Das ist irgendwas. Ja? Da stellt man dann ein, wie viel Prozent der Kunde kriegt und dann zack, das Skript, so und so viel Bitcoins kommen raus. Hochgradig illegal. Entschuldigung, wenn ich sage, aber das ist nicht erlaubt. Man darf in diesem Bereich nicht so eine Art von
von Skripten anbieten. Man muss den Leuten schon anzeigen, was sie an echten Bitcoins haben und nicht irgendwas hochrechnen. Und ja, nur als mal als Beispiel jetzt. Dieses Skript kostet 0,3 Bitcoin. Dann sind wir hier beim nächsten Skript, total interessant. Script Development PHP, Professional Investment Platform that multiplies investment in the term of definite system. So, dieses System vermehrt einfach Geld. Das multiplies investments. Bedeutet, man definiert einen in den Terms, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, in den Regeln definiert man, wie viel man da multipliziert und dann wird es gemacht. Das heißt, irgendjemand, dieses System bietet also eine Schnittstelle an zum Ein- und Auszahlen von Geldern und dann wird es halt vermehrt. Das ist alles. Klassisches Scam-Skript. Vielleicht hat jemand eine Möglichkeit gefunden, innerhalb von ein paar Monaten Geld zu verdoppeln. Dann kann er da das Skript anbinden, aber in der Regel hat ja keiner so eine Möglichkeit. Also sind diese Skripte im klassischen Sinne einfach nur Scams. Auch gerade im Sonderangebot zu haben. Ja? Dann sind wir hier an einem super interessanten Thema, und zwar eine Trading-Plattform. Now it's easy to create your own Bitcoin cryptocurrency investment platform. It's an online Bitcoin trading platform. So, was macht der User hier? Der User kriegt ein Informationspanel, der kann Geld ein- und auszahlen, wie immer, und das war's. Ja? Und hier wird irgendwelches Geld wieder umverteilt. Da sind keine Schnittstellen von irgendwelchen Handelsplattformen drin, sondern das sind einfach nur irgendwelche Tools, wo den Leuten suggeriert wird, hier zahl Geld ein und natürlich ein tolles Affiliate-Programm mit 5% Provision. Auch hier. So, nächstes Thema, Wallet. Hier geht es genau ums Gleiche. Es ist ein Online-Payment-Gateway-System-Script bei Wanna Start Your Own Payment-Gateway, like PayPal Perfect Money. Dieses Skript bietet ein fertiges, out-of-the-box-Payment-System an, ja? Mit dem man Geld ein- und auszahlen kann. Mit einer Oberfläche, die mir auch schon wieder bekannt vorkommt. Ja? Das heißt, hier hat man wieder eine super Plattform, bei der man Leute werben kann und Geld verdienen kann. Unterm Strich wieder ein Network-System, hier mit einer Ledger-Funktionalität. Ich will jetzt nicht sagen, wer schon wieder am Markt ist, der sowas verkauft, aber es ist genau das. In 5 Minuten setzt man hier ein eigenes Payment-System auf in Kryptowährung. Mal abgesehen davon, dass es in je nachdem, in welchem Land man sitzt, gar nicht erlaubt ist, einfach mal so ein System aufzusetzen und Gelder anderer Leute zu verwalten, kann man hier für 0,065 Bitcoin so ein Ding kaufen. Ja? Also das war mir nur extrem wichtig, diese Thematik mal hier zu zeigen. Und wir sehen hier, worum es hier geht. Hier geht es um Doublecoin, Exchange Altcoin, New ICO Investment Script. Und darum ging es mir jetzt mal in diesem Video, das zu zeigen. Das heißt, innerhalb von 5 Minuten kann man hier mit einem Logo hochladen und auf einem Server so ein Skript installieren, so eine Plattform aufsetzen und Gelder einsammeln. Und jetzt muss euch klar sein, mit Anonymisierung von Domains, mit einem Server irgendwo im Ausland, am besten noch in Russland irgendwo, mit einem anonymisierten Domain, mit einem falschen Impressum, so ein Skript hochgeladen, 1 Monat lang Geld eingesammelt und am Ende des Tages, dann schaltet man die Seite ab, das Geld ist weg. Die Bitcoins sind weg, Blockchain macht keinen Recharge möglich. Und so schnell und einfach betrügen können Leute in dieser Branche betrügen. Und für mich ist wichtig, das mal zu zeigen, dass sich jeder wirklich gut überlegen sollte, ob er, wenn er Bitcoins hat oder Altcoins, ob er die in solche Systeme investiert und oder sich nicht einfach an die großen, wirklich etablierten Anbieter hält, die seit Jahren am Markt sind und dort eben auch nur dann was investiert, wenn er sagt, er möchte ein gewisses Risikospreading eingehen, er möchte einen Teil seiner Kryptowährung oder eben auch Fiat-Geld in irgendeinen Dienst investieren, um dort Kryptowährung zu haben. Wie auch immer, ob das dann Trading ist, ob das ICOs sind oder ob es Mining ist, da muss jeder selber für sich entscheiden. Ich selber würde da zu großer Vorsicht mahnen und wenn überhaupt bei wirklich Marktführern in dem Bereich auch was machen. Und dann auch wirklich gut überlegen, weil Bitcoins, die man mal hat, die zu investieren in was, halte ich für äußerst kritisch. Auch das Thema Trading, bei dem viele Leute immer sagen, ah, das ist doch super, die mit irgendeinem Buddy oder was auch immer da passiert am Markt. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Ich will nur sagen, dass ich es nicht geschafft habe, einen profitablen Mining-Bot innerhalb kürzester Zeit aufzusetzen. Trotz sehr, sehr intensiver Entwicklung und wahnsinnig viel Expertenaustausch. Dieser Markt ist jetzt schon sehr, sehr kompetitiv und umso stärker der Preis steigt, umso härter wird er.
Und da sind jetzt schon auch große Investmentunternehmen drin, die mit wirklich erfahrenen Tradern da drin agieren. Und da Geld zu verdienen, ist nicht mehr so einfach. Und da mal kurz ein paar Prozent pro Tag, das ist utopisch. Und jeder, der das verspricht, macht da irgendwie eine andere Art von Geschäft. Ich kann es nicht sagen, aber da würde ich zu großer Vorsicht raten. So, damit würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Kommentar freuen, über einen Thumbs Up oder über ein Abonnement dieses Kanals. Das war jetzt mal ein bisschen ausführlicheres Video zum Thema Scams, zum Thema Scripts und ein bisschen Vorsicht in diesem Markt. Und ich hoffe, dass dieses Jahr im Kryptomarkt ein Jahr mit weniger Scams wird, mit mehr Erfolg von erfolgreichen, guten Unternehmen, von guten Technologien und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns weiter sehen. Ich danke euch. Bis dann.